Und damit herzlich willkommen bei Space Crew. Der ultimative Schlag gegen die Phasmiden steht bevor, wobei ich immer noch nicht überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist, einen gesamten Planeten zu sprengen, nur um die Erde zu retten. Aber das Oberkommando wird schon wissen, was es tut. Und wir legen los, kurz nach dem Intro. So, was sagt denn die Mission heute? Phasmiden Heimatwelt zerstören. Gut, Phasmiden Streitmacht abfangen könnten wir nur machen. Präsenz neutralisieren, Hypersprungnetzwerk erweitern, aber wir gehen jetzt hier direkt gegen die Phasmiden vor. Da ist sie. Unsere einzige Chance, die Phasmidenbedrohung aus der Welt zu schaffen und die Erde davor zu bewahren, im Zuge einer Invasion erobert zu werden. Bringt die Bombe in die Nähe der Phasmidenheimatwelt und verteidigt den Sektor, bis sie detoniert. Antimaterie. Missionsrisiko sehr hoch. Ja, okay, dann starten wir mal die finale Mission und hoffen, dass wir damit durchkommen. Alle Waffen sind auf dem höchsten Stand. Das Schiff ist so gut ausgebaut, wie es überhaupt nur geht. Wir haben die Antimateriebombe in eurem Frachtraum deponiert. Bahnt euch einen Weg zur Heimatwelt der Phasmiden und zerstört sie. Die Menschheit zählt auf euch. Ja, wir opfern Milliarden, um andere Milliarden zu retten. Das ist jetzt eigentlich die schwerste ethische Frage, ob man sowas machen darf oder nicht, ne? Und ich rechne eigentlich mit richtig heftiger Gegenwehr. Oder die Phasmiden versammeln sich und warten drauf. Wir haben einen aktiven Neutrino-Sturm an deiner Position registriert. Ja, das weiß ich auch. Das war jetzt mal was völlig anderes. Das fällt aus hier. Ich glaube, wir fordern Jägerunterstützung an hier. Ey, wir kriegen hier direkt richtig aufs Fressbrett, glaube ich.
Oh Mann, ey. So viel zum Thema. Es ist sicher. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Egal was passiert, die nächste Runde ist einfacher. So, das lief hier schon mal mehr als suboptimal bis jetzt alles. Ich weiß gar nicht, warum ich diesmal solche Probleme habe. Da gerade ein Stück Panzerung abgefallen. Und warum sind die diesmal so gut gepanzert? So, ich komme irgendwie überhaupt nicht hier aus dem ganzen Chaos raus im Moment. So, also diesmal läuft der ganze Kram hier mega chaotisch. Nicht überlasten, aber egal. Abbrechen. Zusatzenergie sollte es werden. Wenn das hier gleich überstanden ist, dann muss ich aber dringend mal die Crew anfangen zu retten. So, jetzt reparieren wir erstmal das Triebwerk. Dann schicken wir den in die Krankenstation, ne? Ach Gottchen, wo ist denn mein Mechaniker? Jetzt habe ich auch noch meinen Mechaniker verloren, ey.
So, jetzt halten wir das Schiff einfach mal an, damit kein Unfall passiert, ne? Keine Chance, es läuft gerade völlig falsch. Irgendwie konnte ich meinen Mechaniker nicht mehr reinholen und der hat sich stattdessen immer bewegt. So, und jetzt versuchen wir erstmal das Ziel zu erreichen und aus diesem Asteroiden-Ding rauszukommen. Und jetzt versuchen wir noch einmal das Triebwerk zu reparieren. Bevor hier alle die Strahlenkrankheit erleiden. Oh, mein Mechaniker ist gleich auch tot, ne? Also schwer ist ja in Ordnung, aber wenn das so der Maßstab für diese Runde wird, dann habe ich echt verkackt. Völlig verstrahlt hier, ne? Also das ist echt, so heftig hatte ich es jetzt nicht erwartet. Und ich habe noch einige Sprünge vor mir. Das ist das Schlimmste da dran. Ja, damit können wir feindliche Systeme effizienter besiegen. Und der nächste Neutrino-Sturm. Naja, und dann kommen doch garantiert auch gleich wieder Gegner auf mich zu. Das ist der einfache Weg. So, zum Ziel. Wir sehen zu, dass wir hier wegkommen.
Mann, ey. Nur noch am Löschen und am Löcher am Stopfen, hä? So, ich bin nur noch am Reparieren, am Löschen, am, ja, Reparieren quasi. Es kann nur besser werden. Also wenn da ein Neutrinensturm nach dem anderen kommt, keine Chance hier. Aber hoffentlich jetzt wird es besser. Gegner im Anflug, ja. Blauer Zwerg, okay. Ich hoffe, das reicht hier mit dem zum Reparieren. So, jetzt hätte ich vielleicht endlich mal eine Chance, ordentlich dagegen zu halten. Jetzt aber das erste Mal in der gesamten Zeit hier. Also die Neutrinostürme sind echt die, die mir am meisten zu schaffen machen. Und hier geht gerade alles den Bach runter. So, extra Schub, genauer zielen und alles rein hier in die. Also ich glaube, es ist auch logisch, die Phasmiden wissen ja garantiert, dass wir ihre Welt sprengen wollen. Das ist jetzt hier der finale Kampf und das letzte Aufgebot. So verzweifelt wird man sich ja auch wehren. Es ist jetzt diese Alles- oder Nichts-Schlacht, ne?
doch jetzt echt gut aus. Blauer Zwerg, wir nähern uns der Heimatwelt. Signalübertragung. Ein Phasmiden-Signal überträgt Daten von deiner Position. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir es schnellstmöglich unterbrechen. Wir wollen nicht noch mehr Unterstützung hier für die haben, ne? Automatischer Hack. Und damit dürfte das Thema auch durch sein. Da ist die Phasmidenwelt. Da ist der Bombenabwurf vorgesehen. Alles klar. Phasmiden Heimatwelt zerstören ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nicht hier mit dem Tarnmodus einfach drankommen, ohne dass sie was dagegen tun können. Oh, sind wir schon da? Sieht fast so aus, ha? Verteidigt den Sektor, bis sie explodiert. Auch das kriegen wir hin. So, jetzt geht es. Alles oder nichts. Milliardenleben werden ausgelöscht, nur damit die Erde überleben kann. Das war spektakulär. Wir verfolgen das Geschehen lediglich über Sonden in der Nähe, aber erst Meldung zufolge deutet alles auf einen Erfolg hin. Glückwunsch, Crew. Ihr habt heute Geschichte geschrieben. Die Menschheit ist gerettet. Oh, ich würde mich aber sammeln und zurückschlagen. Na? Moment, das ist kein Mond. Das ist die Phasmidenkönigin und sie öffnet ein Wurmloch, zweifellos zur Erde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jungs. Jetzt habt ihr die Kacke am Dampfen, ne? Und damit wird die Erde jetzt den Gegenschlag erleben. Thank you.
So, gegen so versprengte Verbände kämpfen wir jetzt mal nicht mehr. Eintreffende Fregatte registriert. Ach du Scheiße, nee. Was ist das jetzt? Ach du Jemini, du ahnst es nicht. Oha, 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 es wird immer schlimmer. Kreuzerunterstützung hilft. Aber gleich zwei Kreuzer, ne? Okay, einen Reaktor haben wir. Gott, was diese Phasmidenkönigin an der Erde wohl anstellt. Ich hoffe nur, wir können das Vieh aufhalten. Diesen Reaktor hier zerstören. Das Schutzschild. So, die haben wir auch. Sehr schön. Das wird eine extrem lange Folge, wenn ich das mal so anmerken darf.
Aber wie gesagt, es war absehbar, wenn es um die Sprengung der Phasmidenwelt geht, dass es dann ein bisschen komplizierter wird, ne? Aber solange es keine Ionenstürme sind, alles super. So, das schlimmste Schiff quasi im Anflug schon zerstört. So, die Enterschiffe auch zerstören, bevor sie kommen. Ich sag ja, solange kein Ionensturm hier ist, alles machbar. Überreste einer beschädigten Phasmidenwaffe durchs All. Ja, wollt ihr die wirklich noch haben? Sehr nice. Entweder wird der Widerstand geringer oder... Wenn das Risiko zu hoch wird, dann lasst es zurück. Kriegen wir das Feuer gelöscht? Die Frage ist, kann ich das hier mit Dings lösen, mit sag es.
kann ich das damit löschen, dass ich einfach den Frachtraum öffne und Luft reinlasse. So, könnte auch sein, dass ich die Folge in Teil 1 und Teil 2 gesplittet habe. Wenn es doch noch viel länger dauert. Okay, vielleicht klappt es ja auch noch so. Und der Sauerstoff, den brauchen wir nicht mehr repariert werden. So, wir haben die Athena-Station und die Erde hat ein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Heimatwelt der Phasmiden zerstört. Rotbank geknackt. Geklappt. Signal gehackt. Ja, positiv. Regatte zerstört. Abgeschlossen. Was für eine Mission, hä? Regatte zerstört. Abgeschlossen. Feindliche Technologie eingeholt. Abgeschlossen. Und überlebt. Die Phasmiden-Königin ist per Wurmloch zum Sonnensystem der Erde gereist. Die Athena-Station will ihr hinterher, um die Phasmiden-Königin zu zerstören und die Erde zu retten. Zielkoordinaten für die Erde eingegeben. Wurmlochantrieb geladen. Ausführen. Erde. Wurmlochsprung erfolgreich. Willkommen zu Hause. Halten wir diese Phasmiden-Königin auf. So, und damit dann doch noch nicht ganz die letzte Folge. Aber ich würde sagen, jetzt mit fast 40 Minuten reicht es und wir retten die Erde. Irgendwie kriegen wir die Erde gerettet, aber alles das beim nächsten Mal. Ciao, ciao, wir sehen uns.